Das ist er. Dieser Moment hätte ganz Esche in absolute Ekstase versetzen und Yannick Onste zur Legende des SV Esche machen können. Mit einer wunderschönen Direktabnahme bringt der Escher den Ball auf den Kasten. Und nicht auf irgendeinen Kasten, sondern auf das Tor vom SV Meppen. Der Regionalligist ist bei der Mannschaft aus der zweiten Kreisklasse zu Gast und das Ganze für einen guten Zweck. René Feldhoff vom SV Esche hat die Aktion ins Leben gerufen, um Spenden für die DKMS zu sammeln. Ja, ich habe im Juli 2022 habe ich gespendet für die DKMS in Köln. Und da ich vor Ort gesehen habe, dass viele darauf angewiesen sind und dass da viele spenden, man hört im engsten Familienkreis nie einen, der vielleicht spenden muss. Aber an dem Tag waren da echt viele und dadurch habe ich gesagt, ich muss irgendwie tätig werden, weil das nur in Köln war. Und abends kam mir der Gedanke, dass ich das irgendwie mit meinem Heimatverein verbinden will. Und so habe ich die Idee ins Leben gerufen und der SV Meppen war da gleich mit dem offenen Ohr dabei. So werben er und sein Verein mit diesem Spiel für eine Registrierung bei der DKMS, um Menschen mit Blutkrebs bestmöglich helfen zu können. Für diesen guten Zweck sind die Profis aus dem Emsland angereist und so wehen die blau-weißen Fahnen des SV Meppen im beschaulichen Esche. Neben dem guten Zweck ist ein Spiel gegen die Fußballprofis aus der Regionalliga für die Grafschaft der Amateurkicker und den ganzen Verein natürlich ein riesiges Highlight. Über 1000 Zuschauer haben den Weg auf die SVE-Sportanlage gefunden und so kann diese ganz besondere Partie losgehen. Der SV Meppen beginnt von rechts nach links in Weiß und Blau. Die Grafschafter tragen Rot-Schwarz. Und sie sind sofort unter Druck. Hier bringen sie sich selbst in eine missliche Lage. Doch sie haben einen hellwachen Keeper im Tor. Arne Küpers pariert den Schuss von Meppens Topstürmer Marek Jansen. Und die Escher halten sich zu Beginn wacker. 5 Minuten sind durch, da ist Küpers wieder da und fängt den Ball ab. Doch der Abwurf landet direkt wieder bei einem Emsländer. Der sieht Kapitän Evsejev, Willi Evsejev, mit dem 1:0 Führungstreffer nach 7 Minuten. Kurz danach ist es wieder Meppens Kapitän mit dem 2:0. Evsejev, der vor einer Woche seinen Vertrag beim SVM verlängert hat. Die Meppner sind seit vergangenem Montag wieder im Training. Am Samstag spielten sie schon in Lohne gegen Schalke 2. Da läuft auch bei den Profis an diesem Sonntag nicht alles rund. Marek Jansen macht den sonst mit einem Rabona und Augen zu. Wie sagt man so schön, Esches Schlussmann Küpers ist wohl auf dem besten Weg in den Kopf vom Meppenstürmer. Doch denkste, der Mann lässt sich nichts anmerken nach seinem Fehlschuss. Keine Minute später nagelt er den Ball kompromisslos rein. 3:0. Eines der schönsten Tore an diesem Nachmittag geht auf das Konto von Niklas Wessels, der direkt mal eine ganze Gruppe Escher-Jungs aussteigen lässt, wie die Taxifahrer gestern Abend beim Scheunenfest in Feldhausen. Und dann war er plötzlich da, Mitte der ersten Halbzeit, dieser eine Moment, der alles hätte verändern können. Initiator Feldhoff mit Ruhe am Ball wie Prime Iniesta und David Gosink mit einem langen Ball hinter die Kette auf Yannick Onste. Was für eine Gelegenheit, Bennett Schmidt im Meppener Kasten muss all sein Können zeigen. Da gibt es sogar Lob vom gegnerischen Torjäger. Sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Jungs waren alle fair. Haben versucht, guten Fußball zu spielen, von hinten immer rauszuspielen, nicht nur die Bälle immer lang zu spielen. Also das hat wirklich Spaß gemacht und ich sag mal, natürlich wir wollen hier zu Null spielen, ist ja klar, aber der Volley, ja, muss man erstmal so schießen und dann natürlich auch Überrang gehalten, muss man auch sagen. Und das war es noch nicht mit den Highlights vom SV Esche. Einige Minuten und ein paar Meppen-Tore später gibt es einen Elfer für die Gäste. Und Arne Küpers, eiskalt wie eine Hundeschnauze, riecht die Ecke und ist zur Stelle. Das sind Szenen für die Ewigkeit beim SVE. Ansonsten gibt es auf dem Platz gegen die Profis nicht so viel zu holen, muss auch René Feldhoff feststellen. Ja, man läuft eigentlich dauerhaft nur hinterher. Gut, die 6-Klassen-Unterschied, die kann man natürlich merken. Hat aber auch Spaß gemacht. Man will ja immer gegen Beste spielen, aber ich selber glaube, dass sie nicht 100% gegeben haben. Danke vielleicht dafür an den SV Meppen.
Aber ja, es ist halt schwer gegen solche, ja, ich sag mal Vollprofis. Wir stehen zweimal in der Woche auf dem Trainingsplatz, trinken abends unser Bierchen und am Sonntag ist unser Saisonspiel. Und ja, ich sag mal so, ich kann damit leben, mit dem Ergebnis. Natürlich ist das Ergebnis an diesem Nachmittag zweitrangig. Der gute Zweck steht im Vordergrund. Doch für den SV Meppen hat das Ganze durchaus auch sportlich und leistungstechnisch eine Relevanz. Körner zu kommen halt, dass wir eine Belastung haben. Und ja, heute war es einfach nur das Ziel, viele Tore zu schießen, den Ball schnell laufen zu lassen, immer wieder die Box zu überfüllen und dann halt mit sehr, sehr viel Spaß an dieses Spiel rangehen. Am Ende gewinnt der SVM mit 23-0. Doch es sind Paraden und Einzelaktionen wie diese, an die sich die Mannschaft um René Feldhoff und der gesamte Verein noch lange zurückerinnern können. Und natürlich daran, dass sie etwas Tolles für den guten Zweck auf die Beine gestellt haben. Ja, im Moment ist es einfach stolz. Es ist genauso gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Alle haben super mitgearbeitet. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an die ganze Orga-Truppe, an die Helfer, die ganze Woche hier waren. An alle Unterstützer, auch Sponsoren. Natürlich geht auch ein Riesendankeschön an den SV Meppen, dass der den ganzen Spaß hier mitgemacht hat. Ich hoffe, die haben sich hier wohlgefühlt. Und das Ergebnis war zweitrangig. Für mich stand die gute Sache im Vordergrund. Und ich will hoffen, dass wir in ein, zwei Wochen eine richtig große Spendensumme für die Leukien bekannt geben können. Die genaue Spendensumme ist noch nicht bekannt, doch es waren über 1000 Zuschauer vor Ort. 4000 Lose wurden verkauft und am Sportgelände haben sich über 70 Menschen bei der DKMS registriert. Ein Erfolg auf ganzer Linie für René Feldhoff und den SV Esche.